Hallo zusammen, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einem neuen Video von mir. Heute wollte ich ein Video zu einem ganz anderen Thema drehen. Und zwar soll es dieses Mal nicht um Beauty oder Schönheit oder Dekoration gehen, sondern um ein viel wichtigeres Thema, wie ich finde. Und zwar, das habt ihr wahrscheinlich auch schon an der Überschrift erkannt, wie werde ich ein besserer Mensch? Wahrscheinlich fragt ihr euch, wie kommt ihr jetzt überhaupt drauf? Was meint sie mit besserer Mensch? Inspiriert wurde ich Menschen da draußen. Und ja, durch meine Erfahrungen halt einfach, die ich mal wieder gesammelt habe und Geschäften ist oder sonst irgendwo. Und ich habe die Erfahrung einfach gemacht, dass viele Menschen nicht so nett sind. Dass sehr viele unfreundlich sind, dass irgendwie verbittert sind, bösartig. Ich meine, darüber brauche ich nicht großartig viel zu erzählen. Wir müssen nur nach draußen gucken, die ganzen Kriege. Und ich habe mal drüber nachgedacht und habe mir wieder ein paar Stichpunkte gemacht, wie ich finde, die eventuell ja, dabei helfen könnten, selber ein besserer Mensch zu sein. Was ist für mich ein guter Mensch? Ein guter Mensch ist für mich ein Mensch, der freundlich ist, der mit anderen gut umgeht, der versucht, Gutes zu tun einfach. Und ein Mensch, der anderen nicht wehtun möchte, egal wodurch, durch seine Wortwahl, durch seine Gestik, Mimik, alles was er macht, eben immer auf dem Grund zu gehen, finde ich, sollte man dahinter schauen erstmal, warum die Menschen überhaupt so sind. Und es ist eigentlich immer der Fall, dass das, was du innerlich fühlst, auch das ausstrahlst und auch das weitergibst. So ist es einfach. Also wenn du mit dir innerlich zufrieden bist, im Reinen bist, mit deinem Leben glücklich bist, bist du auch dann strahlst du das auch aus. Wenn du aber innerlich total verbittert bist, dann strahlst du das ebenfalls aus. Und somit ist der erste Punkt für mich, sei du selber die Veränderung erstens und werde du erstmal der gute Mensch, um das dann von anderen verlangen zu können. Denn du bist die Veränderung, du bist der Anfang, du kannst was an dir machen. Lieben und akzeptieren, so wie man ist. Ich weiß, es ist so einfach gesagt, so einfach ist das leider nicht. Das ist sehr harte Arbeit und manchmal dauert es einfach auch Jahre. Wenn du dich selber akzeptierst und das Beste versuchst aus dir zu machen und permanent an dir arbeitest und aber so eine Grundzufriedenheit bei dir herrscht für dich selber, wenn du selber weißt, beziehungsweise du bist mit dir im Reinen. Natürlich ist man nicht perfekt und jeder hat auch einen schlechten Tag, auch vollkommen okay, aber ich rede wirklich von so einer Grundzufriedenheit ein. Entsteht auch dieses mit sich im Reinen sein und dann erst kann man auch ein besserer Mensch zu anderen sein. Das ist wirklich so, es gibt ja auch so einen Spruch, man kann erst lieben, wenn man sich selber liebt und das ist mehr als die Wahrheit. Man sollte immer bei sich anfangen, mit sich im Reinen sein und dann kann man das auch den anderen Menschen geben. Akzeptiere dich so, wie du bist, denn du bist es wert, du bist toll und dadurch kannst du auch einfach nicht nur dir was Gutes tun, sondern auch den anderen Menschen da draußen, weil du einfach das ausstrahlst, was du eben innerlich fühlst. Die zweite Sache ist, wie ich finde, konzentriere dich einfach auf dich selber. Natürlich sollst du wahrnehmen, was um dich herum passiert und davon rede ich ja gar nicht. Suche nicht die Fehler bei anderen Menschen. Versuche wirklich bei dir zu bleiben. Versuche einfach dein Bestes immer zu geben für dich selber oder für die Menschen, die du liebst oder für die du eben alles geben möchtest. Wo wir gerade bei dem Punkt sind, auf sich selber konzentrieren, das Beste aus sich rauszuholen, denn am Ende des Tages bist du das Einzige, was du hast und woran du ein Leben lang arbeiten solltest und auch die Beziehung, die du zu dir hast, ist eigentlich auch so ziemlich die wichtigste, die du überhaupt in deinem Leben hast. Wie gesagt, am Ende des Tages hast du nur dich. Bist du das Wichtigste, woran du immer arbeiten solltest. Und somit komme ich zum dritten Punkt. Wenn du es noch nicht geschafft hast, also wirklich dich so zu akzeptieren, wie du bist, und wenn du es nicht geschafft hast, komplett mit dir im Reinen zu sein und dich selber zu lieben, spiel es erstmal für dich selber vor. Das klingt total komisch, aber es stimmt. Sobald du es vorspielst und sobald du dir jeden Abend sagst, hör mal, Lydia, morgen wird ein guter Tag, morgen wird alles besser, morgen stehe ich auf, morgen bin ich produktiv, morgen schaffe ich das und morgen wird ein besserer Tag, als er heute war. Natürlich denkst du dir erstmal, und wer soll das glauben? Aber glaub mir, nach einer Zeit spielst du es nicht nur vor,
du lebst wirklich dieses Leben. Dadurch, dass man sich das selber einredet, man zieht es ja an. Man versucht es ja wirklich durchzuziehen, dass man so abends ins Bett geht und morgens steht man auf und denkt an die Worte, die man sich abends zuvor gesagt hat und versucht, sich daran zu halten. Und dieser Versuch, das ist es schon, was wirklich Berge versetzen kann. Also der Glaube ist alles, wirklich. Und das habe ich schon so oft erlebt, so hat es nämlich auch bei mir angefangen. Das hilft, probiert es mal aus, das ist wirklich Gold wert. Mein vierter Tipp, beziehungsweise, ich weiß gar nicht, ob man das alles Tipps nennen kann, aber behandle die Menschen so in deinem Umkreis und dich herum, so wie du gerne selbst behandelt werden möchtest. Ich finde, das ist eins der wichtigsten Leitlinien im Leben, das man schon als Kind am besten beigebracht kriegen sollte. Das ist nämlich das A und O, dass wenn du die Menschen so behandelst, wie du selber behandelt werden möchtest, kann überhaupt nichts schieflaufen. Das ist halt der richtige Weg, auf jeden Fall in die richtige Richtung auch. Mein nächster Punkt ist, um sich in die richtige Richtung zu bewegen, tu einmal am Tag was Gutes. Nicht für dich natürlich auch, das ist ja klar, aber für andere auch. Es heißt nicht, dass du alles geben sollst für andere oder für deine, ich weiß nicht, dass du dich komplett aufgibst oder dass du nur an andere denkst. Nein, du musst auch irgendwo egoistisch sein. Denn wie gesagt, um dich selber zu lieben, zu respektieren und dir den Wert zu geben, den du verdienst, musst du manchmal auch einfach egoistisch sein. Deswegen, darüber spreche ich nicht. Ich spreche einfach wirklich nur von einer Kleinigkeit. Halt einer alten Frau die Tür auf. Oder mach einem ein Kompliment. Also manchmal kann ein kleines Kompliment, du hast schöne Nägel, sie haben schöne Haare, eine schöne Frisur, einen schönen Pulli, einen schönen Mantel. Das kann einem wirklich manchmal den Tag retten. Oder mach irgendwelchen lieben Bekannten, Verwandten, Freund, Kinder, Mama, Papa ein kleines Geschenk. Ich persönlich liebe es, mehr zu verschenken, als Geschenk zu bekommen. Ich liebe diese Gesichter in Freude in den Augen einfach und wie sie sich freuen, dass ihnen jemand sowas gemacht hat. Und das ist, finde ich, so viel wert einfach nur. Also denk mal dran, einfach ein kleines Kompliment, einfach ein Lächeln, Tür aufhalten. Solche kleinen Dinge machen extrem viel aus. Und dann wären wir schon am letzten Punkt gewesen. Bleib immer positiv. Es ist nicht einfach, ich weiß es selber, ich neige selber dazu, trete mir immer in den Hintern, bleib positiv. Das, was du fühlst, das ziehst du auch an und daran glaube ich total. Wenn du nur so rumläufst und negativ bist und alles hasst und jeden verfluchst, dann ist das auch so. Dann ziehst du das auch an und es wird auch nur Schlechtes um dich herum passieren. Davon bin ich hundertprozentig überzeugt. Wenn du aber mit Lächeln durchs Leben gehst, dann kommen dir auch die ganzen schlimmen Situationen gar nicht mehr so schlimm vor, weil du es einfach anders wahrnimmst. Und du ziehst Positivität und positive Menschen an. Wie gesagt, da kommen wir wieder zum Punkt 1. Das, was du innerlich fühlst, das strahlst du aus und das kriegst du auch zurück. Da bin ich 100% überzeugt. Ja. Heute hatte ich mal ein kleines anderes Video dazu. Aber ich finde, das ist wirklich ein wichtiges Thema, weil, wie gesagt, einfach die Menschen sich sehr verändern, beeinflusst durch verschiedene Sachen einfach im Leben. Und ja. Wir können doch alle ein bisschen die Welt verschönern, indem wir einfach positiver sind. Und ich hoffe, ich konnte euch dazu stimmen, auch ein bisschen mit mehr Lächeln durchs Leben zu gehen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Video dabei. Lasst mir gerne einen Kommentar da. Abonniert natürlich auch gerne, dagegen habe ich auch nichts gegen. Und ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal. Ciao, meine Lieben.